Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mich hier mal ein bisschen in die Buschwindröschen gehockt und dachte, ich nutze die Gelegenheit und spreche noch mal kurz über eine Mail, die ich bekommen habe. Ja, wo habe ich sie denn? Sie ist schon etwas verrumpelt. Aber da möchte ich auch gerade mal einen kleinen Ausschnitt zitieren. Und zwar, es geht darum, dass, ich versuche das mal so unpersönlich wie möglich vorzulesen. Ich sammle seit geraumer Zeit Müll aus den Rheinauen. Nicht nur an den Clean-Up-Days. Angefangen habe ich damit, weil ich gerne laufen gehe und in unserem Gebiet Rheinaue extrem viel Müll liegt und auch Lagerfeuer am Rhein gemacht werden. Wobei das Gebiet Naturschutzgebiet ist. Ich gehe also Müll sammeln und begehe damit teilweise auch eine Ordnungswidrigkeit, weil ich nicht immer auf dem Weg bleibe. Der Müll hält sich nicht dran. Wie fies! So, und dann kürzen wir ein bisschen und dann geht's drum, was mich interessieren würde, ist, was konkret am meisten helfen würde, Müll zu vermeiden, damit er nicht in die Natur gelangt. Bringt es wirklich was, wenn jemand so wie ich so naiv durch die Gegend rennt und seine Lebenszeit darin investiert, das zu korrigieren, was andere durch Fehlverhalten angestellt haben? Könnte ich das genauso gut sein lassen und lieber an anderer Stelle meine Zeit investieren, um nachhaltig was zu verändern? Es fühlt sich halt sehr nach Sisyphus-Arbeit an und ist es im Endeffekt auch. Kennst du gegebenenfalls Stellen, wo man seine Zeit selbstlos besser investieren kann? Ich suche etwas, wo Dinge auch Sinn machen. So. Ja, also, das ist eine recht häufige Frage und ich hatte dazu auch schon mal was erzählt. Ich möchte das aber jetzt trotzdem versuchen, in einer recht kompakten Version nochmal kurz ein bisschen zu klären. Und grob machen wir jetzt einfach folgendermaßen so drei Kategorien von Krempel, der im Wald liegt. Ja, das ist zum einen der vergleichsweise harmlose Abfall, darunter Papier, Taschentücher, also jetzt generell einfach Schreibpapier, sowas in die Richtung, Taschentücher, theoretisch Klopapier, auch wenn das wahrscheinlich eher seltener vorkommt, dass jemand tatsächlich Klopapier dabei hat, weil er geplant hat, den Wald als Ort der Notdurft aufzusuchen, Bananenschalen beispielsweise. Das ist ja auch irgendwo ein natürliches Produkt, sogar sehr natürliches Produkt, genau wie eben Papier letztendlich auch als Hauptbestandteil Holz nun mal enthält und damit auch irgendwie ein natürliches Produkt ist. Oder ein schönes Beispiel ist der berühmte Kaffeebecher. Dieser Einweg-Kaffeebecher, der ist ja auch irgendwie aus Papier, aber gleichzeitig ist er auch irgendwie dicht. Und normalerweise wäre Papier ja jetzt nicht dafür bekannt, dass es nennenswert wasserdicht wäre. Jetzt so ein normales, flauschiges Papier. Das heißt, da ist diese Verarbeitung, die dem Kaffeebecher, was auch immer das genau ist, was man mit den Dingern anstellt, zugute gekommen ist oder auch zu Schaden, je nachdem, wie man das nennen möchte, dran schuld, dass der dann damit nicht mehr viel zu tun hat, woraus er ursprünglich besteht, nämlich Holz. Ja, also das ist aber trotzdem so alles noch so ein bisschen Kategorie 1. Wenn es lang genug im Wald liegt, dann verrottet es irgendwann weitestgehend rückstandfrei. Beim Kaffeebecher gehen wir jetzt davon aus, dass es sich um einen Kaffeebecher handelt, der wirklich kunststofffrei ist und nur aus mit welcher Methode auch immer verdichtetem Papier besteht, dass es halt wasserdicht wird. Das kann man ja so glätten und irgendwie halb anschmelzen oder sonstig. Ich weiß keine Ahnung, wie das geht, aber es soll wohl welches geben, das wirklich kunststofffrei ist. Ja? Und sowas, das verrottet so irgendwo zwischen ein paar und zwischen 50 Jahren. Wenn das allerdings tatsächlich 50 Jahre braucht, dann dauert es nicht 50 Jahre, bis es klein ist und nicht mehr groß auffällt. Aber wenn da das Wetter drauf Auswirkungen hat und drauf einwirkt, dann wird das recht schnell zerkleinert und liegt dann halt in Einzelteilen im Wald rum. Möglicherweise kann man die, wenn es angenommen mal 50 Jahre dauern würde für so einen Kaffeebecher, dann kann man den vielleicht noch 20, 30 Jahre lang erkennen als Kaffeebecher. Dann kann man ihn noch weitere 10 Jahre erkennen als Fetzen von irgendeinem anthropogenen Material und die letzten 10 Jahre ist er dann vielleicht kaum noch sichtbar, um dann nach 50 Jahren irgendwie verschwunden zu sein. So ein Müll ist nicht schön, gar nicht, aber naja, immerhin verschwindet der irgendwann und 50 Jahre ist zwar eine lange Zeit und in Anbetracht dessen, dass sehr viele Kaffeebecher möglicherweise im Wald rumliegen, ist es eine viel zu lange Zeit, als dass man einen Kaffeebecher in den Wald schmeißen sollte, aber das ist jetzt ein relativ kleines Problem, in Anführungszeichen. Die, also Kaffeebecher ohne Deckel, reden wir die ganze Zeit, ne? Ohne Deckel, wichtig.
Also da kann man vielleicht sagen, ja gut, deswegen musst du nicht deine Freizeit opfern, um im Wald rumzurennen, um Zeug aufzusammeln. Eine einfache Zeitung, einfaches Zeitungspapier braucht auch schon ein paar Jährchen, bis das komplett verschwunden ist, aufgrund von eben dem Druck, ja, dass weil das bedruckt ist. Ansonsten wäre Zeitungspapier an sich unbedruckt in Grau recht schnell verschwunden, komplett zersetzt. Muss man ja auch noch dazu sagen, ne? Lesen kannst du das schon sehr schnell nicht mehr. Aber komplett zersetzt, das dauert ein Weilchen. Und die berühmte Bananenschale, die ja vollständig bio eigentlich ist, die gehört aber in ein komplett anderes Ökosystem als das unsere und ist damit dann trotzdem auch nur sehr langsam zersetzbar, nämlich braucht so etwa 1 bis 3 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, dann machen wir Kategorie 2. Sachen, die ewig halten, aber zumindest mal nicht giftig sind. Ja, das wäre sowas wie die berühmte Plastikfolie oder die PET-Flasche. Die PET-Flasche, gerade weil das so ein ziemlich verdichtetes Material ist, ja, die kann man ja über kann man Jahrzehnte später noch finden, könnte theoretisch noch draus trinken und ist ja auch ein beliebter Gegenstand bei Survival-Trainings, dass man versucht, irgendeine Müll-PET-Flasche zu finden, um damit jede Menge tolles Material zur Hand zu haben, wenn man was anstellen kann. Daran ist auch nichts auszusetzen, dann ist sie immerhin aus dem Wald raus, die Flasche. Jedenfalls, sowas hält wirklich ewig. Das zersetzt sich auch nur insoweit, dass es halt immer mehr zerkleinert wird. Irgendwann ist selbst eine PET-Flasche, ich weiß nicht, wie lange die braucht, 1000 Jahre, irgendwie sowas, keine Ahnung. Vielleicht sind es auch nur ein paar 100 Jahre, aber viel zu lang, bis die dann komplett klein gerieben ist. Einfach von Wind, Wasser, Wetter, Frost. Äste, die drauffallen, unter dem ganzen Material begraben, irgendwann in den Boden eingelagert, weil sich ein neuer Boden in Form von Humus obendrauf arbeitet und dann wird das irgendwann in den Boden eingearbeitet und im Boden wird es dann auch vielleicht irgendwann durch Säureeinfluss, organische Säuren von Baumwurzeln und Ähnlichem, wird das nach und nach zersetzt. Aber zersetzt nur im Sinne von zerkleinert, nicht abgebaut, nicht komplett ins Ökosystem wieder integriert, wie alle anderen organischen Materialien eigentlich auch, die früher oder später, alles was lebt, landet früher oder später wieder als Dünger im Boden, sorgt dann dafür, dass ein neues Lebewesen wachsen, gedeihen, werden kann und das vergeht wieder und landet wieder im Boden. Das ist halt immer dieser ewige Kreislauf. Und daran spielt vieles, was wir als Zivilisationsmüll in den Wald schmeißen, halt einfach nicht mit. Sogar eine Glasflasche, die per se jetzt mal ausnahmsweise kein Plastik ist. Und grundsätzlich ist Glas auch nur Siliziumdioxid und das ist ein ganz natürliches Material. Das ist eines der häufigsten Materialien in der Erdkruste. Gar nichts nennenswert Spezielles, aber in Form von Glas, so wie wir es eben zusammengeschmolzen haben, dass es jetzt schön durchsichtig ist, das hält ewig. Das hält ewig, ewig, ewig. Das ist vielleicht das anthropogenste Material, das am allerallerlängsten hält. Das natürlich zerbricht so eine Flasche irgendwann. Ja, wenn was drauf fällt, ist sie relativ schnell zerbrochen und wird zu kleinen Glassplitterchen. Und jetzt abgesehen davon, dass sich daran möglicherweise ein Kleintier verletzen könnte, gehen wir mal davon nicht aus, dann bleiben die wirklich ewig lange erhalten. Ja, man findet auch gerne mal am Strand, wenn man am Strand unterwegs ist, Glasteile, die schon komplett rund geschliffen sind, weil es einfach eine Glasflasche ist, die schon seit, keine Ahnung, 50 Jahren im Meer gelegen hat oder die man vor 100 Jahren ins Meer geschmissen hat. Meinetwegen auch das, Glasflaschen gibt es ja lange genug. Und einfach schon komplett vom Meer selber, von den Gezeitenkräften unter anderem, glatt geschliffen worden ist. Glas hält einfach unendlich lange. Im Fall von Glas ist das nicht schlimm, aber das Letzte, was man wahrscheinlich von uns noch finden wird, nehmen wir mal an, wir sterben demnächst aus, ja, wir als Menschheit. Und irgendwann kommen irgendwelche hochtechnologischen Aliens mit Warp-Antrieb hier vorbeigeflogen und graben ein Loch. Dann werden die wahrscheinlich als letztes Überbleibsel, wenn alles andere schon verschwunden ist, von unserer Zivilisation eine Müllschicht im Boden finden, insbesondere in Städten, hoffentlich nicht im Wald, in dem, was damals, was heute Wald war, was damals vielleicht, was dann später in Zukunft was ganz anderes sein könnte, keine Ahnung. Aber in dieser Müllschicht wird sich als allerletztes, wenn nichts mehr anderes da ist, noch Glas befinden und Plastik. Plastik in sehr klein geriebener Form. Das bringt uns dann nämlich zum nächsten Punkt auf der Liste der Kategorie 2 Müll, also Zeug, was zwar ewig hält, aber leider wenigstens nicht giftig ist. Wollte schon leider sagen, das wäre ja völlig falsch.
Nämlich sämtliche Kunststoffe. Sämtliche Kunststoffe haben alle gemeinsam, jetzt wenn es nicht so ein extra biologisch abbaubarer Kunststoff ist, das ist wieder was anderes, aber der braucht auch sehr lange, um biologisch abgebaut zu werden. Ja? Muss man auch noch dazu sagen. Nur weil der biologisch abbaubar ist, heißt das nicht, dass das schnell geht. Unter normalen Bedingungen, jetzt einfach wenn du es in den Wald schmeißt oder sowas, das dauert dann immer noch ewig, bis das wieder weg ist. Aber irgendwann ist es weg. Im Gegensatz zu klassischem, handelsüblichem Plastik, das hält ewig. Das verrottet überhaupt nicht. Das wird nur immer kleiner und kleiner und kleiner. Und was sind ganz kleine Plastikpartikel? Mikroplastik. Ja, und was passiert dann mit dem? Wird in den Boden eingelagert, wird vom Regenwurm gefressen, wird von allen möglichen anderen kleinen bodenbewohnenden Tieren aus Versehen gefressen, weil sie halt den kompletten Boden durch den Verdauungstrakt gehen lassen und auf der anderen Seite wieder rauspressen. Und dabei werden sie auch jede Menge Plastik aufnehmen. Tut das denen was? Nicht unbedingt. Aber spätestens was ein Problem ist, ist, wenn sie jede Menge von diesem Plastik aus Versehen aufmampfen, dann ist der Magen voll mit Plastik. Das kommt zwar am anderen Ende auch irgendwann wieder raus, aber erstmal haben sie einen vollen Magen, können nicht mehr fressen, ziehen da aber null Nährstoffe draus und verhungern dann trotz vollem Magen wegen zu hohem Plastikanteil im Boden. Beispielsweise geht im Meer schon langsam los, dass es eben Fische gibt, beziehungsweise, oder ich sag mal einfach Meeresbewohner ganz allgemein, die eben so viel Plastik vertilgen, dass sie aufgrund der riesigen Plastikmenge nicht mehr genug Platz für echte Nahrung im Magen haben und dann verhungern, obwohl der Magen ständig voll ist. Zumal die einfach nicht wissen, was das ist. Und man sieht ja häufiger mal, auch wenn man irgendwo an einem verdreckten See mit Fischen drin unterwegs ist. Da siehst du häufiger mal, das habt ihr bestimmt schon gesehen, einen Fisch, der irgendwie ein Stück Plastik mampft. Ja? Einfach weil, ja, sieht so aus, als könnte man es essen, also esse ich es mal. Und dann isst das und dann nimmt es halt eben, wie gesagt, toten Platz. Ist toter Platz im Magen. So kann man es in etwa formulieren. Der Fisch denkt, er ist satt, Magen ist gefüllt, aber er ist nicht satt und verhungert langsam. Davon mal abgesehen, das Mikroplastik lagert sich dann irgendwann im Ozean ab, weil es irgendwann im Grundwasser landet. Das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so gesund, wenn wir Mikroplastik im Grundwasser haben in größeren Mengen. Und früher oder später landet es im Ozean und dann haben wir spätestens dann eben dieses Fischproblem mit dem Zeug. Wie schlimm ist das? Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Das weiß auch noch keiner so genau. Da Mikroplastik per se erstmal nicht giftig ist, sondern einfach nur eine nutzlose Masse, die zu allen anderen Massen, die irgendeine Funktion haben. Im Laufe der Erdgeschichte hat eigentlich alles, was es auf der Erde gibt, irgendeine Funktion, kann von irgendwem für irgendwas genutzt werden in der Natur. Ja, da kommt jetzt ein Material dazu, das für gar nichts Gutes. Was das anrichtet, das weiß man einfach nicht. Das hat es noch nie gegeben. Sicherlich wird entscheidend sein, wie viel von unserem diversen Plastik, was wir jetzt nun produziert haben. Wenn es einmal produziert ist, ist es produziert. Das kriegt man ja nie wieder weg. Außer man verbrennt es, das geht. Aber dann kommt auch Zeug bei rum, was nicht schön ist. Aber von daher, ja, man weiß es einfach nicht. Ich würde es euch gerne sagen, aber man weiß es nicht. Super, super akute, furchtbar schlimme Dinge scheinen momentan nicht dabei rumzukommen. Aber wenn man vermeiden möchte, dass die Aliens, nachdem wir ausgestorben sind, vielleicht sind wir ja auch erst in 200 Jahren ausgestorben, weiß ich nicht, oder morgen, keine Ahnung. Jedenfalls, wenn die Aliens nicht eine Plastikschicht im Boden ausbuddeln sollen, dann wäre es tatsächlich von Vorteil, das Plastik vorher aus dem Walde einzusammeln. Aber ein paar Plastiktüten, die im Wald rumliegen oder sowas in diese Richtung, tötet das den Wald, ist das schlimm giftig, kann der Wald deswegen nicht wachsen, killt das Tiere in Form von einer Plastiktüte, wo sich irgendwas drin verfängt, kann das passieren. Aber das ist im Meer viel gefährlicher als an Land. Die meisten Tiere sind in der Lage, so Landtiere insbesondere, genug Kraft auszuüben, um aus einer Plastiktüte wieder rauszukommen, um die wieder kaputt zu bekommen. Spezielle Plastikteile, wie so ein 6 Dosen Bierhalter, ne? Diese berühmten olympischen Ringe gefühlt, die da so Bierdosen aneinander halten, damit sie besser zu tragen sind. Sowas ist gefährlich. Alles, was eine Schlinge bilden kann, wo sich was drin verfangen kann, sowas ist gefährlich. Ja? Das sind so Sachen, wenn man die aus dem Wald aufsammelt, tut man auf jeden Fall was sehr Gutes, weil daran könnte tatsächlich wirklich irgendein Tier zugrunde gehen oder irgendwelche scharfkantigen Sachen, irgendwelche rostigen Metallobjekte, sowas in die Richtung. Ja?
Metallobjekte habe ich ganz vergessen. Das meiste, was irgendwie aus Metall ist, das rostet früher oder später vollständig weg. Das gilt auch für Aluminium, egal welches Metall. Das sind ja alles letztendlich Elemente, die auch so auf dem Planeten vorkommen. Das ist also nicht ewig haltbar. Irgendwann ist das weggerostet und irgendwann wird es in den Boden integriert. Und in ein paar tausend Jahren ist das dann auch egal. Ja, es dauert sehr lang, aber das ist auch gar nicht in Anführungszeichen so schlimm. Ausnahme tatsächlich Aluminium, Cola-Dose, Bierdose, sowas in die Richtung. Aluminium ist in größeren Mengen pflanzentoxisch. Und wenn an irgendeiner Stelle im Wald ein Riesenhaufen Cola-Dosen, Bierdosen, was auch immer, hingeschmissen worden ist und die verrotten langsam vor sich hin, zersetzen sich, gehen in den Boden über, dann ist an der Stelle im Boden zumindest mal eine viel zu hohe Aluminiumkonzentration. Das wäre dann so ein kleiner Bereich im Wald, wo Pflanzen auf jeden Fall sehr schwierige Wachstumsbedingungen haben werden in der Zukunft. Kommt auf die Menge an, ist das ganz, ganz, ganz furchtbar viel, ist das auch ein ganz, ganz großes Problem, ist das nur sehr, sehr wenig, dann ist es ein kleinräumiges Problem, ist es dann schön? Nein, überhaupt nicht. Aber damit sind wir jetzt beim Aluminium vielleicht auch schon langsam bei dem Müll angekommen, der tatsächlich giftig ist und nähere Auswirkungen auf die Umwelt hat. Das ist neben Aluminium zum Beispiel irgendwelches Zeug, was halt Materialien enthält, die eben möglicherweise toxisch sein könnten. Also manche Plastikteile, je nachdem, was da drin ist. Wir erinnern uns an BPA, Bisphenol A, dieser Weichmacher, der früher in sämtlichen Plastikprodukten, die irgendwie ein bisschen geschmeidig und weich sein sollten, ganz alte Plastikschüsseln und so ein Zeug, Plastikgeschirr etc. pp. Da war überall früher Bisphenol A drin. Das Zeug ist nicht nur für den menschlichen Organismus gefährlich, sondern wahrscheinlich auch in der Natur für verschiedene Tierarten, insbesondere so kleine, die keine großen Abwehrmechanismen haben, ein Stück weit toxisch. Ja, also wenn man noch davon altes Plastik, das Bisphenol A, also BPA, enthält, rumliegen hat und das in die Natur schmeißt, dann hat man tatsächlich was Giftiges in die Natur geschmissen. Und daher Plastik aufsammeln, das BPA enthalten könnte, ist grundsätzlich schon mal gar keine so miese Idee. Und da man davon ausgehen kann, dass so ziemlich alles Plastik potenziell BPA enthalten könnte, ist man mit Plastik aufsammeln definitiv dabei, zu verhindern, dass Giftstoffe im Wald landen. Also ja, das ist eine gute Sache. Ja, ob das jetzt das Optimalste ist, was man als Otto-Normalverbraucher, der keine Bücher zum Wald schreiben kann, der nicht auf der Weltbühne der Politik agiert, der, keine Ahnung, keine 7 Milliarden Instagram-Follower hat, die ihm dabei zugucken, wie er gerne Kaffee trinkt oder in teuren Hotels abhängt oder was auch immer. Das ist ein Otto-Normalverbraucher. Mal abgesehen von so kleinen Sachen, die wirklich jeder machen kann, wie eben Müll einsammeln, da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Ich wollte noch weiter aufzählen, was liegt denn sonst noch an giftigen Sachen im Wald rum. Zigaretten. Tatsächlich die berühmte Zigarettenkippe, wer die immer noch in den Wald schmeißt, ich denke, da ist auch sehr viel Bewusstsein inzwischen da, dass das nicht gut ist, wenn man die in den Wald schmeißt, allein schon aus Waldbrandprophylaxe. Ne? Aber selbst wenn man sie korrekt ausmacht und dann in den Wald schmeißt, enthält die Zigarettenkippe, der Filter ist ja dafür, da das ganze giftige Zeug oder ein Großteil vom giftigen Zeug nicht in unsere Lunge zu lassen. Was für unsere Lunge giftig ist, ist es auch für viele, viele, viele andere Lebewesen. Also das ist ein reiner Giftstummel. Der Zigarettenfilter, der am Ende nach Rauchen übrig bleibt. Und den in den Wald zu schmeißen, man hat mal Experimente durchgeführt, das ist zwar jetzt nicht 100% repräsentativ, aber da steckt schon Potenzial für Toxizität drin. Da hat man 2 oder 3 Zigarettenfilter auf ein Aquarium von 50 Litern geschmissen und da drin sind die kleinen Fische alle verreckt. Ja? Also da steckt schon wirklich, wirklich jede Menge giftiges Zeug drin und das landet dann mit dem Wasser im Boden und kann große Zahlen von Kleinstlebewesen, die im Boden halt so wohnen, umbringen. Ja, also das ist vielleicht eine der giftigsten Sachen, Sondermüll eigentlich, den man so dabei haben kann als Otto-Normalverbrauchender, um die in den Wald zu schmeißen. Wer es also über sich bringt, tatsächlich Zigarettenkippen, die er im Walde findet, entlang des Weges oder sowas aufzusammeln, der tut tatsächlich für den Wald was Gutes. Ja? Und vielleicht kann man ja auch eventuell jemanden, der sowas in den Wald schmeißt, mal freundlich darauf ansprechen, wenn man da der Charakter zu ist, nicht jedem liegt sowas, aber was er da eigentlich anrichtet mit Zigarettenkippen in den Wald schmeißen.
Ja, und von so Dingen wie irgendwelchen Kühlschränken, alte Kühlschränke, möglichst noch mit FCKW drin, Waschmaschinen, was weiß ich, was da für Sachen drin verbaut sind. Ganz fies, Corona-Masken. Ja, die haben auch alle möglichen komischen Kunststoffe drin verbaut. Da ist ganz viel Zeug dabei, was, wenn es verrottet, dann überhaupt nicht gesund ist für die Umwelt. Das ist alles im Grunde ja, vielleicht nicht Sondermüll im Sinne von Abfalltrennung nach deutschem Beispiel, aber das hat im Wald nun gar nichts versucht und das richtet auch wirklich gewisse Schäden an. Wer also so ein Zeug aufsammeln möchte, das ist auf jeden Fall gut. Ja, und damit kommen wir zu dem Punkt, was kann man denn alternativ machen, als Müll aufzusammeln, wenn man gerne die Zeit möglichst sinnvoll investieren will. Ja, allzu viele Möglichkeiten gibt es nicht. Ne? Wald hat zwar einen gewissen Gemeinwert in Deutschland, ja, und man darf den Wald immer zum Zwecke der Erholung betreten, aber trotzdem gehört der halt irgendwem. Und damit sind Möglichkeiten, wie du auf dem Grund und Boden von einem anderen irgendwie aktiv werden kannst, um da sinnvolle Dinge für den Grund und Boden zu tun, sind begrenzt. Und wenn du jetzt guerillamäßig Bäumchen irgendwo in einen fremden Wald reinpflanzt und dann wachsen die und dann fällt sie wer anders relativ schnell, weil er die da nicht haben möchte und dann sind sie wieder weg, da hast du auch nicht viel erreicht. Und CO2-Speicher haben die auch nicht viel geleistet, weil er wird sie wahrscheinlich irgendwie verheizen oder sonst was damit anfangen. Das heißt, mit solchen Guerilla-Naturschutzaktionen, da ist eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich viel viel zu erreichen. Und ja, dann gibt es noch Aktionen wie wir pflanzen Bäume, dass man also als freiwilliger Mitarbeiter bei irgendwelchen Bäume pflanzenden Vereinen, zum Beispiel im Bergwaldprojekt oder man kann auch natürlich zum NABU gehen, zum BUND und da irgendwelche guten Sachen tun und irgendwie Fröschen über die Straße helfen. Und das klingt jetzt irgendwie lapidar, aber Frösche über die Straße helfen ist auch extrem sinnvoll. Fast jede Amphibienart ist zumindest mal bedroht. Vielleicht nicht unbedingt gleich direkt vom Aussterben, aber gut geht's denen allen nicht. Und wenn man denen ein bisschen einfach die Tatsache, dass es Straßen gibt, woran wir ja schuld sind, ausgleicht, indem wir ihnen dann wenigstens über die Straße helfen, sozusagen. Das ist dann ein minimaler Eingriff in die natürliche Populationsentwicklung. Aber, dass die gestört ist, daran sind wir auch wir schuld. Das gleicht sich also wieder ein bisschen aus. Ich bin also ein großer Fan von zum Beispiel Frosch über die Straße helfen. Sowas. Ja, also da muss man wirklich, wenn man sich da irgendwie einbringen möchte, in den entsprechenden Vereinen was tun. In den Vereinen gibt es dann auch gerne mal Großprojekte, wenn man ein Vereinsmensch ist. Das ist das Nächste. Irgendwelche größeren Projekte, wo halt was Schönes für die Natur getan werden soll. Jetzt schimpfe ich auch hin und wieder mal über den Naturschutz, aber so kleinere Projekte vor Ort oder wir legen alle zusammen, kaufen uns ein winziges Stückchen Erde und machen ein Feuchtbiotop draus. Irgendwie sowas, wenn man Geld hat und ein bisschen Geld investieren möchte, dann ist auch sowas in die Richtung ganz hilfreich. Aber viel mehr gibt's nicht. Viel mehr gibt es tatsächlich nicht, was der Einzelne tun kann. Vor allen Dingen brauchen wir jede Menge Maßnahmen auf Regierungsebene, nach Möglichkeit von sämtlichen Ländern der Erde. Damit wirklich was passiert, muss ein grundsätzlicher Systemwechsel im kompletten System Menschheit her. Und wenn man das mit gutem Beispiel voranbringt, indem man, und wenn es nur Müll sammeln ist, sowas in die Richtung tut, da habe ich großen Respekt vor und finde das ganz wunderbar. Und das ist mir eine hochsympathische Tätigkeit. Ja, also es mag nur eine Kleinigkeit sein, aber wenn keiner eine Kleinigkeit macht, dann passiert gar nichts und viele, viele, viele Kleinigkeiten, die ergeben dann doch auch irgendwann etwas. Ja. Aber ja, Müll sammeln, es ist halt einfach naheliegend. Es ist halt, kann jeder sofort, jederzeit tun. Ja, hast du 3 Stunden Zeit, weißt nicht, was du mit dir anfangen sollst, gehst in den Wald, sammelst Müll, wenn du weißt, dass in deinem Wald viel Müll rumliegt. Hier, ich habe hier zum Beispiel überhaupt keinen, habe ich Glück. Ja, das ist einfach toll, da bin ich auch gar nicht böse drum. Aber wenn ich jetzt Müll sammeln wollen würde, ich würde vielleicht mit 1 oder 2 Dingern wiederkommen, nachdem ich 2 Stunden hier rumgeschlichen bin. Ja, so kleine Fätzchen von weiß ich nicht was. Mehr gibt es hier gar nicht, wenn ich Glück habe. Und abseits der Wege findest du erst recht keinen Müll. Von daher, das hält sich sehr, sehr, sehr in Grenzen. Gut, das sollte ja jetzt eigentlich kurz werden. Ich hoffe, das war jetzt noch einigermaßen kurz.
nochmal, ja, wenn du Müll sammelst, dann machst du schon was Gutes. Das ist auf jeden Fall was, wo du dir auf die Schulter klopfen kannst. Oder ich mache das auch gerne hier fernklopfen, Corona-konform. Das ist definitiv super. Ja? Und gerade wenn du viel Müll einsammelst und da, wo die Brennpunkte sind, sowas wie die Rheinauen. Jetzt bin ich ja auch nicht ganz weit weg vom Rhein und weiß, dass die Rheinauen sind ein Brennpunkt. Tatsache, völlig egal wo in den Rheinauen. Ja? Ob das jetzt in Baden-Württemberg ist oder hinter Köln oder sonst, sofern es doch überhaupt Rheinauen gibt, das ist die andere Frage. Aber ja, egal wo. Oder grundsätzlich auch wer andere Flüsse hat, einen Main, einen Neckar, die Oder, egal. Ja, da liegt immer recht viel Müll um die Flüsse drumherum, um Seitenarme der Flüsse insbesondere. Und das sind höchst empfindliche Ökosysteme, weil gerade wenn der Müll dann eben auch in Wassernähe rumliegt, dann wird er mit dem Wasser auch schnell mal abtransportiert und landet dann sehr viel schneller im Meer. Und letztendlich ist die Übermüllung der Meere auch schon so ein richtig, richtig, richtig großes Thema, was die Menschheit dringend mal angehen müsste. Also ich finde das super. Ich finde das wirklich super, wenn du Müll sammelst, wenn du dich noch irgendwie zusätzlich in einen Naturschutzverein engagieren möchtest und mal gucken, ob die irgendwelche Projekte haben, die dir zusagen oder da ein Projekt anfangen, möglicherweise. Ja, irgendeine Wiese renaturieren, irgendein Feuchtbiotop anlegen, das Beispiel hatten wir ja schon. Ich bin da kein Fachmann dafür, was diese Naturschutzvereine eigentlich alles so anstellen, aber da ist bestimmt das eine oder andere dabei, wo du vielleicht auch Lust hättest, da noch ein bisschen Zeit zu investieren. Also in 80% der Fälle ist es eine gute Sache. Ja. Manchmal ist es ein kleines bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber das ist auch nur meine Meinung. Andere Fachleute können da eine andere Meinung haben und das ist auch gut so. Oh, hier ist eine Hummel. Hallo Hummel. Schon sehr fleißig, die Hummel. Ja gut, es gibt aber auch viel zu holen mit den ganzen Anemonen. Hier alles voll. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ich beobachte jetzt noch ein bisschen die Hummel. Tschüss.